alten Ateliers von Max Burkhardt, wo er als Dekorationsmaler und später als Fotograf geschafft hat. Und eigentlich bedeutendes Werk hinterlassen hat, wo man aber einen grossen Teil vorgeworfen hat, wo wir aber jetzt am Zusammensammeln sind, zum Schauen, dass man die Sachen, die man hinterlassen hat, auch nachher wieder anschauen kann und verstehen und begreifen, was er gedacht hat, wie man das ausgemalt hat, was er beim Fotografieren wichtig gefunden hat, wie er komponiert hat. Kompositionen haben wir jetzt mit dem Maurizio. Also herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass ich da bin. Wir fangen gerade an. Seid ich da, wo wir denn go singen? Seid ich da, la 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 la. Seid ich da, wo wir denn go singen? Seid ich da, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Sieh dich da, la 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 la. La 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 la. So, jetzt will ich euch fragen, habt ihr auch ein Kätzchen zu Hause? Ja! Oh, das ist ja schön! Und wie heisst das Kätzchen? Miro! Miro! Wunderbar, wer hat sonst noch ein Kätzchen zu Hause? Ich gehöre zu Miro. Warum habe ich nicht zu Miro gehört? Gut, also. Ich habe auch was. Kätzchen Esmeralda schleicht der Ter, hoppla di, hoppla da, sucht nach Müsli hin und her, hoppla di la la. Tra la la, tra la 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 la, tra la la la, tra la 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 la, tra la la, tra la 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 la, tra la la la, tra la 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 la. Ich such nach Müsli weit und breit, hoppla di, hoppla, hoppla da. Ich seh kein Müsli weit und breit, hoppla di la la. Tra la la, tra la la la, tra la la la, tra la 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 la, tra la la, tra la 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 la, tra la la la, tra la 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 la. Komm den Katerstrazi an, hoppla di, hoppla da, Esmeralda schmeichelt mir an die A, hoppla di la da, tra la la, tra la 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 la, tra la la la, tra la 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 la, tra la la, tra la 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 la, tra la la la, tra la 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 la. Die beide schnurret miteinander, hoppla di, hoppla da, die einzige Büsse hat jetzt das Land. Hoppla di la la, tra la la, tra la 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 la, tra la la la, tra la 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 la, tra la la, tra la 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 la, tra la la la, tra la 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 la. Wunderbar. Gell, viele Jugendstilhäuser sehr oft neubarocke Seiten und zum Teil auch gebaut mit Glas und Stahlkonstruktionen, so der Bezug zu Brüssel, auch der merkt man ein Stück weit die Jugendstilform von dünnen Wänden und von einer Raumaufteilung, wo man sehr gut sieht, dass es eine Proportion gibt, die ähnlich ist wie bei der Gotik, dass man sie so in die Höhe aufbringt, die Sehne oben durch, die Höhe oben durch. Auch am Haus selber, grosse Flächen und oben durch dann ein Arm von Goethe in einer Farbe mit den grünen und orangen Zellen.
und da Türen zogen mit einer Blütenform. Die haben wir auf dem Boden, die haben wir an der Decke oben und wir haben die auch in den erhabenen Teilen. Es ist der Jugendstil, der abstrahiert zum einen, viel Florals übernimmt, auf der anderen Seite aber auch die Überlängungen macht. Auch in der Gestaltung von Menschen, von Figuren, aber auch in der Gestaltung von den Räumen insgesamt. Jetzt nicht ein fester Baukörper, sondern eine Metallsäule, die im Jugendstil ja wirklich charakteristisch ist. Der Teil von der Fensterumrahmung, wo man schön sieht, in der Höhe oben nicht einfach die Tübe zeigen, von oben bis oben, sondern unten, da lässt man frei und setzt dann in der Höhe oben an. Genau, Gegenteil, wie man macht auch einen Sockel weg, einen Tick und dann auf. Ja, das weiss ich eben nicht. Danke vielen Dank. Ist das Stübchenstrasse? Stübchenstrasse, aber ich muss dann nachgehen, wenn ich es dann weiss. Genau, das ist so. Thank you.